Hallo, meine Lieben. Am 24. August wechselt das Sternzeichen Löwe zur Jungfrau. Das Element dieses Sternzeichen ist die Erde. Ich stelle euch jetzt die Jungfrau Frau vor. Die Jungfrau hat den Hang zu übertreiben. Sie nörgelt und kritisiert die Menschen in ihrem Umfeld. Hat allerdings auch eine Portion Selbstvertrauen. Ihre Freunde schätzen ihre Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Sie ist absolut ein Kumpeltyp. Die Jungfrau Frau neigt zur Ernsthaftigkeit und Würde, kann großzügig und gütig sein. Sie ist sehr orientierungsliebend, kann aber auch integrant und berechnend sein. Nun zum Wichtigsten im Leben, zur Liebe. Hier bist du die Person, die unbedingt erobert werden will. Ist es der Richtige, dann hat es dein Partner nicht immer leicht mit dir. Aber in deinen Partner bist du immer noch, auch nach vielen, vielen Jahren, sehr verliebt. Nun zur Gesundheit. Gehe mal wieder in die Sauna mit einer kulturellen Veranstaltung. Das wäre für dich das absolute perfekte Wellnessprogramm. Das fördert deine gute Laune und dein Wohlbefinden, wie auch deine gesellschaftlichen Kontakte. Zum Beruf. Zeitweise bist du beruflich nicht besonders motiviert. Das zieht dich dann in solchen Situationen sehr runter. Doch deine Bedenken sind unbegründet und erledigen sich von selbst. Dann wirst du wieder kraftvoll, kreativ und erfolgreich sein. So bekommst du wieder deine große Zufriedenheit. Deine Freizeit. Mit Menschen, mit denen du lange keinen Kontakt hattest, die werden sich wieder bei dir melden. Oder du erinnerst dich an diese Personen. So wird der Kontakt wieder neu aufgenommen. Pflege deine Freundschaften. Deine Lieben danken es dir. Im Finanziellen hast du überhaupt keine Risiken. Fazit ist, bleibe auf dem Laufenden und du verlierst nicht den Überblick. Denn deine Devise ist, Ordnung ist das halbe Leben. Morgen kommt der Jungfrau Mann an die Reihe. Hört es euch an. Eure Diria.